Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge vom Kfz-Werkstatt-Simulator 2015 mit mir, Ben Hoshi. Ja, wir haben ja unseren, kleines Wägelchen von gestern und irgendwie finde ich da die kaputten Teile nicht. Also müssen wir weiter suchen. So, halt, eins, zack und so, genau. Ich weiß nicht, was hier kaputt sein sollte. Das ist nämlich das Problem. Jetzt muss ich hier jedes blöde Teil überprüfen. Ich könnte natürlich auch ganz einfach machen, das werde ich jetzt auch machen. Zack, gehen wir mal in den Diagnosepart. Weil ich weiß nicht, was es sein kann. Das ist mir unverständlich. Und so, ja. Bremsen muss ich auch machen. Ist okay. Okay, aber jetzt kommt der Rütteltest. Schön, Ruhe. So. Lagerbuchse. Zustand hier und auf so. Da ist einer, okay. Ja, aber es ist nur einer. Könnte heulen, ey. Okay. Ach, falsch so. Machen wir wieder so. Und machen wir mal. Was war das jetzt? So, genau. Dann überprüfe ich jetzt einfach mal alles, ey. Ich habe jetzt so die Faxen dicke hier. So, genau. Jetzt machen wir mal die 3 und die F1. Toll, eine Lagerbuchse. Es fehlen aber insgesamt 3 Sachen. Da wird auch nichts bei rauskommen. Ich müsste wahrscheinlich jetzt die Probefahrt machen. Werde ich auch noch machen. Ist klar. Das ist eigentlich Unsinn, aber wenn man die Teile nicht findet. Tja. Gut, dann ab auf die Piste. Da. Das ist so unwahrscheinlich. Aber naja, mal schauen. Da. So. Ja. Schauen wir mal. Und Piasco. Feder, okay, das ist doch schon mal etwas. Also nochmal ab auf den Heber, weil mehr kann ich nicht machen jetzt hier.
So. Die Feder ist mir ja schon gestern aufgefallen. Aber ich dachte jetzt nicht, dass da irgendwas ist. Also. So, okay, dann machen wir noch die Lagerbuchse. Na, komm schon. Das Problem ist, dann fehlt aber immer noch eins. Radnamen Lager, Kupplungsscheibe. Stange. Ja, wie gesagt, ist ja alles das, was ich irgendwie verkehrt gekauft habe. Naja. Gut, vordere Feder und eine Lagerbuchse. Verkaufen, ja. Zack, verkaufen, ja. So, wollen wir wieder einbauen? So. Jetzt nochmal gucken. Yeah! Kann einfach nicht sein. Das Fahrwerk ist doch nur noch die Zahnstange. Und Zahnstange habe ich doch meiner Meinung nach schon gekauft. So, und hier ist doch soweit alles okay. Nee, oder? Ist das jetzt ein Scherz? Ja, es ist ein Scherz. Och nö, oder? Ey. Guck mal, was haben wir denn hier? Ach meine hintere Radnabe. Ach Mann. Ey, sowas kann einfach nicht wahr sein. Ich weiß nicht, war ich gestern vielleicht zu müde, dass ich so ein blödes Teil nicht gesehen habe oder was? Kann alles nicht wahr sein. So, jetzt aber. Teile alle gefunden. Na wunderbar. Ey, da kriegt man auch eine Macke. Mamma mia. So, nehmen wir uns mal gleich den nächsten. Nee, nicht den Maloch. Nö. Dann nehme ich lieber den einfachen hier. Ach, den kriegen wir nämlich jetzt vielleicht noch hin. So, zack, Heber.
Okay, das geht alles recht einfach. So, Getriebe ist auch recht einfach. Ups, da. Ey, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt, ey. Ich ärgere mich über so einen Mist, ja, das ist doch... So, raus, raus. So, Schwungscheibe nehmen wir auch mal mit auf, der Vollständigkeit halber. So, ist in Ordnung. Schauen wir mal. Scheibe haben wir. Gut. Fangen wir einfach mal auf die an. Endschalldämpfer V8. Ach Quatsch, was mache ich denn hier? Entscheidend. 2 mal 10. Jetzt muss ich doch wieder gucken. Mittelscheidend. Hab ich. Ein Flammrohr, nur ein Cut. Okay. Und ein Flammrohr. Welches ist denn überhaupt? Standard? Ne, V8, okay. So, Getriebe V8. Und... Nicht Kuo. Mann, wo ist denn hier? Nicht kurz, Kupp. Mein Gott, ey. So, jetzt aber. Haben wir. Gut, zusammenbauen, fertig das Ding. Zack. Meine Herrschaften hier, ey. Was macht man hier durch? Zack und zack, na also. Erledigt. Wunderbar. Naja, okay, nicht viel bekommen, aber immerhin. Autos unverständlich, ja, fehlen. Oh. La 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 la. Nein, hab ich nicht gesehen. Ach man. Upsa, ja, da fehlt was. Hat ja keiner mitbekommen. So, und jetzt aber. Und Auto reparieren. Fertig! Yeah. Ey. Ja, gut.
Nee, also, das ist wirklich ein bisschen doof. Also. Naja, gut. Ja, machen wir aber für heute mal Schluss. Ich versuche mich davon jetzt mal zu erholen und wir sehen uns gleich. Ja, ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da, wenn ihr mögt. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr mögt. Ja, schaut doch mal mit anderen Let's Play rein. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen auch was dabei, wenn ihr mögt. Und worüber ich mich natürlich riesig freuen würde, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren würdet. Also, dann wünsche ich euch noch was und sage nochmal Tschüss, bis morgen, euer Ben Hoshi.